Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden? Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt in einer Art Unterschlupf und ja, von hier aus werden wir dann auch immer in die Welt von Ezio gelangen. Auch mit einem Animus und mit einem komplett neuen Team. Ja, und das werdet ihr jetzt gleich kennenlernen. Ja, Desmond soll zu einem Assassinen ausgebildet werden. Aber wie genau das funktioniert, wird, glaube ich, noch erklärt. Hoffe ich mal. Wenn nicht, muss ich es halt tun. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Jupp, das ist unser neues Team. Das ist unser neuer Animus. Und bevor wir anfangen, können wir auch noch ein bisschen mit denen quatschen. Deswegen gehe ich erstmal zu dem Kollegen hier. Verdammt, ich habe schon wieder die ganzen Namen vergessen. Dabei kommen die im Brotherhood auch vor. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gespielt habe. Ah, verdammt, aber egal, wir werden sie jetzt erfahren. Ich weiß nur noch, dass er uns nicht wirklich wohlgesonnen ist. Deswegen quatschen wir mal ein bisschen mit ihm. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Ja, Sean hieß er, genau. Aber wie die hieß, habe ich jetzt auch vergessen. Leider. Aber egal, wir können nochmal mit ihm reden und das ist auch eigentlich ziemlich gut, wenn man das macht. Man erfährt nämlich immer ein bisschen über die ganze Hintergrundgeschichte und deswegen mache ich das doch gerne und ja, wir reden nochmal. Hallo Desmond. Hau ab. Ja. Okay, das heißt so viel wie er will nicht mehr mit uns reden. Ja, sobald, wenn keine Cutscene startet, wenn ihr drückt, dann wisst ihr eigentlich immer, dass ihr nicht erwünscht seid. So, dann reden wir auch nochmal mit der Lucy.
Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Genau. Desmond ist anscheinend wild entschlossen, sich gegen die Templer aufzulehnen. Gucken, ob wir nochmal mit dir reden können. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Ja, da wird eine blühende Freundschaft draus entstehen. Merkt man jetzt schon. Ja, Desmond soll anscheinend durch den Sicker-Effekt zu einem Assassinen ausgebildet werden. Das heißt, er übernimmt dann die Fähigkeiten, die wir in der anderen Welt mit Ezio lernen, bekommt er dann auch und wird so zur ultimativen Waffe. Tut mir leid, Desmond, ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Okay, also sie will nicht mehr mit uns reden, das heißt, wir reden mal mit ihr hier. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz. Keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Kannst du uns nicht mehr deinen Namen verraten? Ich habe ihn nämlich Rebecca, genau. Rebecca hieß sie. So, jetzt weiß ich es wieder. Mir gerade so spontan wieder eingefallen. Sorry, keine Zeit. Okay, aber sie heißt Rebecca. Rebecca, Sean und Lucy. Das ist unser neues Team. Ja, die werden uns auf unserer Reise begleiten. Manchmal werden wir sie auch in der anderen Welt, sag ich mal, dann zu Ohr bekommen. Da reden sie mit uns, um uns Tipps zu geben. Kommt allerdings nicht sehr oft vor. Aber wir wollen jetzt auch endlich mal in die andere Welt und deswegen setze ich mich jetzt mal in den Animus 2.0. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn!
So, und da geht's auch schon los in der anderen Welt. Und wir spielen jetzt den mittlerweile zum, ja, Teenager, oh Mann, kann man auch schon sagen, herangewachsenen Ezio Auditore da Firenze, unsere Hauptperson. Und sieht im Gesicht genauso aus wie Altair oder Desmond, hat nur andere Haare. So, Vieri de Pacis Männer bekämpfen. Ja, wir bekommen jetzt immer gesagt, was wir tun müssen, nochmal genau vor einer Mission. Und müssen sie dann mit X akzeptieren, man kann sie später sogar ablehnen, wenn man jetzt keinen Bock hat, die zu machen. Ja. Aber wir müssen uns erstmal gegen die De Pazzi-Familie wehren. Das ist so eine rivalisierende Familie von der Ezio-Familie. Beides reiche Familien und die liegen sich so ein bisschen in den Haaren. Und deswegen greifen wir jetzt mal an, würde ich sagen. Und da wir ja noch kein ausgebildeter Assassine sind, müssen wir uns erstmal auf unsere Fäuste verlassen. Und können jetzt sogar kontern, wenn die mal angreifen würden. Zack. Und da hat sie ihn auch schon erledigt. So schnell geht das. Ja, wie ihr seht, die Gegner haben jetzt auch eine Energieanzeige. So ein paar Punkte. Gab es im ersten Teil ja auch nicht. Also es wurde schon viel verändert, wie man sieht. Der ganze Stil wurde verändert. Das ganze Interface, das heißt hier die, unsere Lebensanzeige wurde verändert. Und überhaupt einfach so ziemlich alles. Das ganze Spiel hat so ein komplettes Makeover bekommen. Ja, ein großer Sprung vom ersten und zum zweiten Teil ist im Brotherhood leider nicht mehr so. Da merkt man kaum noch, dass sich da irgendwas getan hat, aber naja, egal. Dazu werden wir ja dann wahrscheinlich später kommen. So, jetzt müssen wir die erstmal verkloppen und dann geht's auch weiter. Aua, komm, geh drauf. Hey, hinter dir. Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Yep, das ist unser Bruder. Wir haben auch noch einen kleinen Bruder und eine Schwester. Die werden wir dann später auch noch kennenlernen. Also ist schon eine recht große Familie. Und natürlich Vater und eine Mutter, aber das muss man ja, glaube ich, nicht erwähnen. Das ist ja, glaube ich, normal in einer Familie. So, und da kommen immer mehr und ich sollte mich jetzt hier nicht niederschlagen lassen, deswegen konter ich mal schön fleißig, damit ich nicht direkt hier im ersten Level auf den Sack kriege. So, das ist so eine Art Eingewöhnungssequenz. Man muss sich erstmal wieder an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Die hat sich ja zum Glück nicht viel verändert. Im Gegensatz zum ersten. Deswegen, wenn ihr den ersten gespielt habt, kommt eigentlich recht gut damit klar und du stehst nochmal auf, weil du bist noch nicht K.O. So, Kopfnuss, Kniestoß und Mann und Schlag, wollte ich sagen. Und nochmal Kopfstoß, Kniestoß. So, der ist kaputt. Fehlen noch drei. Die dürfen wir aber auch schnell den K.O. hauen. Meins. Ah, komm schon. Zurück! Zurück! Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Genau, das kann man jetzt auch machen. Es gibt jetzt Geld im Spiel und damit muss man sich dann auch heilen. Also man muss zu Ärzten gehen und sich verarzten lassen und man kann neue Waffen kaufen und alles so. Das lernen wir aber auch alles später. Ja, und Geld kann man auf verschiedenste Arten kriegen. Man kann die Leute ausrauben hier, man kann aber auch Schatzkisten finden und man bekommt Geld, wenn man Aufträge erfüllt. So ein bisschen wie GTA halt. Ja, Federico Auditore wird uns angezeigt. Das wird uns immer bei wichtigen Personen angezeigt. Bei der Auditore-Familie mache ich mal eine Ausnahme und lese das vor. Ihr werdet auch zu bekannten Sehenswürdigkeiten solche Dinger kriegen, aber das ist dann ein bisschen viel, deswegen will ich das nicht vorlesen. Ich lese nur die wichtigen Personen vor, damit ihr sie
damit ihr wisst, wer das ist. Das müssen wir allerdings erst im nächsten Teil machen, denn die Zeit ist schon wieder um. Aber dann sehen wir uns wieder und dann werde ich euch direkt mal vorlesen. Bis dann.